Burger, Pommes, Nuggets, Go und damit hallo zu diesem neuen Video. Und ich war letztens im Kaufland und habe ein OET, ich hoffe ich spreche es richtig aus, einen neuen OET entdeckt. Und zwar hat die Bierbrauerei Firma Oettinger ein Eistee rausgebracht, beziehungsweise zwei Sorten. Und zwar einmal Eistee Pfirsich und einmal Eistee Zitrone. Ich habe Eistee Pfirsich mitgenommen und dachte, ich teste das Ganze mal. Ja, wie gesagt, Oettinger ist als Bier bekannt, ja, die brauen Bier. Ich bin mal echt gespannt, wie das umgesetzt ist. Das Ganze ist in einer Glasflasche, was ich prinzipiell eigentlich sehr cool finde. Hier hinten ist kein Etikett, also sonst sind ja oft so, ja, ist hinten und vorne oder vorne und hinten, wie auch immer, ein Etikett. Allerdings ist hier nur vorne ein Etikett mit dem Design plus den Zutaten, die ihr euch hier nochmal kurz durchlesen könnt. Könnt ihr mal Pause machen, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, das Design finde ich ja, relativ schlicht. Ich finde den Pfirsich hier, ja, finde ich schick gemacht, aber es ist jetzt nicht mega krass so. Ich finde auch ganz cool, dass hier so ein dickes Neu ist. Na, das sticht einem auf jeden Fall ins Auge. Hier sind 0,5 Liter drin und ich bin der Meinung, ich habe 49 Cent für eine Flasche bezahlt. Wenn ich mich nicht irre, sind hier 15 Cent drauf, 15 Cent Pfand. Und ich öffne das Ganze einfach mal und probiere. Ich bin mal echt gespannt. Also, korrigiert mich unbedingt, aber ich glaube, Oettinger hat davor noch nie Limo oder sowas rausgebracht, oder? Er riecht sehr stark auf jeden Fall nach einem sehr, sehr starken Eistee-Geruch irgendwie. Eistee-Pfirsich meine ich. Also es riecht schon relativ stark nach Pfirsich. Ich probiere mal. Okay, gut. Ich habe nämlich schon so ein bisschen erwartet. Nicht erwartet, sondern befürchtet, dass der vielleicht so, da der in der Glasflasche ist, so ein bisschen mit Sprudel ist oder so. So Sparkling-mäßig. Aber ich bin zufrieden, das ist er nicht. Also er ist wirklich wie ein normaler Eistee. Und ich denke, dass man so einen Eistee ohne Kohlensäure auch ganz schnell aus einer Glasflasche trinkt, ne? Ich finde ja, dass man schon einen Unterschied sieht zwischen Cola und Eistee. Eistee trinkt man teilweise, wenn man durstig ist, wirklich viel schneller runter, oder? Er hat so einen komischen Nebenbeigeschmack. Ja, er hat irgendwie so seine eigene Note, so irgendwie. Er ist relativ süß, allerdings auch nicht so gewohnt süß. Also es gibt Eistees, die eine stärkere Süße haben irgendwie. Ich finde den ziemlich spannend und ja, finde wie gesagt, dass er irgendwie so seine eigene Note hat, so nebenbei. Ich finde 49 Cent in Ordnung. Also für 0,5 Liter, wenn man jetzt vergleicht mit einem Lidl-Eistee zum Beispiel, für 49 Cent 1,5 Liter, dann ist das ein Drittel davon für den gleichen Preis, ne? Ja, dann ist das nicht ganz so gut. Aber ich finde ihn eigentlich ganz lecker und ich finde es, wie gesagt, auch eigentlich ganz cool, dass er in einer Glasflasche ist. Aber davon abgesehen, wenn man unterwegs ist, ist es auch leichter natürlich zu transportieren, ne? Auch wenn Glas natürlich relativ schwer ist, so. Jetzt im Vergleich zu einer Plastikflasche. So, jetzt kommen wir mal zum Geschmacklichen. Also wie gesagt, ich finde, er hat so eine eigene Nebennote irgendwie, die man so rausschmeckt. Pfirsich schmecke ich ganz gut raus. Er schmeckt auch, man schmeckt, dass es Eistee ist. Er ist jetzt nicht besonders gut, dass ich sage, wow, aber doch, ich kann mir vorstellen, wenn man den auch richtig ein paar Minuten im Eiskühlfach hat und dann nach einer Stunde rausholt, muss man natürlich aufpassen, dass der nicht platzt, ne? Wenn er zu kalt wird, den rausholt und sich dann gönnt, dass man da richtig Lust drauf hat auf jeden Fall. Von der Skala von 1 bis 10 Punkten, 10 ist gut, 1 ist schlecht, gebe ich dem OET, ich hoffe, ich spreche ihn wie gesagt richtig aus, weil irgendwie bringt mich das durcheinander, weil Oettinger wird ja auch OE, also wird es vielleicht auch ÖT, nee, OET, oder? Korrigiert mich doch gerne mal. Also auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist gut, 1 ist schlecht, gebe ich dem OET von Oettinger, dem Eistee von Oettinger, dem Eistee Pfirsich von Oettinger, vielleicht teste ich auch bald noch den mit Zitrone, 7,5 von 10 Punkten. Also ich finde ihn, wie gesagt, in Ordnung und das als Eistee-Liebhaber. Ja, er hat eine relativ süße Note und dann so eine leicht andere Note nebenbei, auch im Nachgeschmack und so. Kann man durchaus mal ausprobieren. Das ist hier keine Werbung. Ich bin auch gespannt auf die Zitronensorte von Oettinger. Soll ich die auch mal testen? Wirklich, schreibt es unbedingt rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das Wetter heute soll schön sein. Das kann aber auch schlecht sein. Schreibt doch mal rein, wie es bei euch ist.
Und an alle Berliner, schreibt mir doch mal rein, wie heute das Wetter in Berlin ist. Wir sehen uns, bis dann. Ciao.